Hi, ich bin Johannes von newgadgets.de und das hier ist mein Unboxing der Samsung SSD 470 Serie. Moment mal, das ist doch die alte. Was haben wir denn hier überhaupt in der Box drin? Okay, es ist eine andere. Mal schauen, was das für eine. Holen wir die mal kurz aus der Box raus. Okay, es ist die 830 Serie. Also schon die allerneueste. Die kommt erst im Oktober raus und wurde auf der Gamescom das erste Mal vorgestellt. Sehr dünn, wie ihr sehen könnt. Und ja, ich glaube, die schauen wir uns jetzt mal ein bisschen genauer an. Die soll sehr schnell sein. Und dazu habe ich natürlich ein paar Benchmarks. Und die starten wir jetzt gleich. Ich habe hier ein Testsystem, da kommt die jetzt rein. So, wir haben hier jetzt erstmal HD-Tune. Ihr seht, wir haben hier ein Minimum von 335. Und ein Maximum von 368, was ein Durchschnittsergebnis von 341 MB die Sekunde ausmacht. So, es ist eigentlich schon ganz schnell, aber wir haben ja noch den Bench 32, also den Atto Benchmark. Und da seht ihr, wir haben hier schon bei den kleinen Dateien, wie bei 4K, schon 124 im Schreiben und 144 im Lesen. Und bei 8 MB schon 408 im Schreiben und 546 im Lesen, und das ist wirklich sehr schnell. Wir haben ja hier auch eine SATA 3 6 Gigabit Schnittstelle. Und das hier ist im Lieferumfang dabei. Wir haben hier Norton Ghost, also könnt ihr mit dem Programm eure Festplatte direkt auf die SSD duplizieren. Ein SATA-Kabel, ein Power-Kabel, ein PC-Upgrade-Kit, also ihr könnt das Ganze dann in euren Desktop einbauen. Dazu gibt es dann natürlich auch noch einige Handbücher. Und hier habe ich noch ein Bild von der SSD im Vergleich zu einer 2-Cent-Münze. Und ihr seht, sie ist wirklich sehr dünn. Sie ist 6,5 mm dick, passt somit auch in die Notebooks, die dünne SSDs erfordern. So, das war mein Testbericht zur Samsung SSD 830 Serie. Abonniert auf jeden Fall meinen YouTube-Channel und besucht meine Website newgadgets.de für die neuesten Gadgets. Vielen Dank fürs Zuschauen.